So, jetzt wissen Sie, wer entschieden hat. Was Sie noch nicht wissen ist, für wen entschieden wurde. Das heißt, wir kommen jetzt zu unseren Preisträgerinnen und Preisträgern beziehungsweise zu den Laudatorinnen und Laudatoren. Die erste Laudatio kommt von der Geschäftsführerin des Landesverbandes Berlin, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Herzlich willkommen, Doktorin Gabriele Schlimper. Schönen guten Tag, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Engagierte vom Förderverein der Schulen in Ehringerfeld. Ich habe heute die wunderbare Aufgabe, Ihnen zu Ihrem wunderbaren, herrlichen Preis zu gratulieren, den Sie sich redlich durch viel Engagement verdient haben. Das ist natürlich jetzt hier eine komische Situation. Wir haben noch Pandemie. Normalerweise hätten wir jetzt die Preisübergabe virtuell, nicht virtuell gemacht, sondern real gemacht. Und es wäre mir eine große Freude gewesen, Ihnen persönlich gegenüberzutreten und Ihnen zu gratulieren, Ihnen allen zu gratulieren für Ihr Riesenengagement. Leider geht das nicht. Und wir machen das jetzt auf diese Art und Weise. Aber dennoch von meinem tiefsten herzlichen Dank für Ihr Engagement und meine allerherzlichsten Glückwünsche für diesen wunderbaren Preis, den Sie jetzt hier heute erhalten. Warum erhalten Sie diesen Preis? Weil Sie eine ganz tolle Sache machen, auch und gerade für Kinder und Jugendliche während der Pandemiezeit sind Sie dabei geblieben und haben die Kinder und Jugendlichen unterstützt. Welche Art von Unterstützung geben Sie? Sie geben Förderung insbesondere für Kinder und Jugendliche, die aus Familien kommen, die nicht muttersprachlich sind, die Familien geflüchtet sind, und Sie unterstützen die Kinder und die Jugendlichen, damit sie gut in der Schule ankommen. Das machen Sie auf unterschiedliche Weise. Sowohl, dass Sie Internats- und Schulplätze anbieten, um dann direkt zu unterstützen, in der Schule, im Unterricht. Aber Sie bieten auch Freizeitaktivitäten an. Und das wird vieles, und da entsteht vieles über viel ehrenamtliches Engagement. Ohne das ehrenamtliche Engagement, auch in Ihnen drin, ohne Ihre Überzeugung, wäre das alles nicht möglich. Und dafür haben Sie zu Recht diesen sehr guten Preis erhalten. Und das ist Ihre Arbeit. Und wir wünschen uns natürlich sehr, dass es auch Ansporn ist. Ansporn für andere Projekte, auch sowas zu machen, dass es öffentlich wird, wie gut man etwas machen kann. Dass an Ihrer Schule beispielsweise Türkisch ein Leistungsfach sein kann, also eine Fremdsprache, die nicht gerade gängig ist in unserem Bereich, für uns eine Fremdsprache, für viele eine Muttersprache, dass man das als Leistungskurs machen kann. Das hemmt Schwellen. Das bringt junge Menschen eher dazu zu sagen, ich komme hier an, ich habe hier zumindest ein Bereich, ein Fachfeld, in dem ich punkten kann gegenüber anderen Schülern, weil das meine Muttersprache ist, die nicht normal und gängig ist. Und Sie bieten auch Jugendlichen, die von geflüchteten Familien, die herkommen, die wahrscheinlich auch eine sehr gute Schulausbildung hatten und die auf einem guten Niveau sind, bieten Sie die Möglichkeit, durch Ihre Unterstützung zeitnah, souverän und sehr gut nicht nur im Bildungssystem hier bei uns anzukommen, sondern auch hervorragende Abschlüsse zu machen. Und jeder einzelne Schulabschluss ist ein Gewinn nicht nur für den jungen Menschen und auch ein gutes Zeichen für ihre tolle Arbeit, sondern jeder einzelne Schulabschluss ist auch ein gesellschaftlicher Gewinn, weil wir Menschen, jungen Menschen, die Möglichkeit geben, hier anzukommen und im Nachhinein entweder eine wunderbare, solide Berufsausbildung zu machen oder einen akademischen Werdegang zu gehen. Das ist für jedes einzelne Kind, für jede einzelne Jugendlichen einfach eine super tolle Leistung, die sie bringen. Und dass sie dafür ausgezeichnet werden, ist richtig gut. Ich gratuliere dem Förderverein der Schulen in Ehringerfeld zur Auszeichnung, zu diesem Förderpreis auf das Herzlichste. Und ich möchte mich nochmal ganz persönlich für Ihren Einsatz bedanken, für Ihren tagtäglichen Einsatz für junge Menschen. Das ist etwas ganz Besonderes. Sie leisten hier Pionierarbeit und ich wünsche mir von Herzen, dass sehr viele Menschen dieses jetzt sehen, dass ihr Projekt bekannt wird und damit es noch viele gibt, die sie unterstützen, die sie fördern und die sie auf ihrem Weg begleiten. Bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen von allen Herzen, von ganz am Anfang und vor allen Dingen auch in der heutigen Pandemiezeit. Bitte bleiben Sie auch zuversichtlich. Vielen Dank. Yeah!
Unsere zweite Laudatio, die kommt von einer Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin und Moderatorin, meine Damen und Herren.